Genau, vielleicht kurz vorneweg die Abfrage, wer kennenlernen OS schon? Ja, so Drittel ungefähr. Weil was wir jetzt nicht machen, ist quasi so eine Basiseinführung. Der Karl macht morgen LernOS in der Nutshell und stellt quasi das so vor für Newbies. Also was ist das eigentlich, wie erklärt man das? Ja, das ist ein, wir haben in der Cognan Akademie 2016 angefangen, wir sind 2001 gegründet, mal sozusagen das Ziel auszugeben, alle Erfahrungen, die wir in Projekten im Wissensmanagement Lern der Organisation gemacht haben, über einen Zeitraum von 5 Jahren in einem geschlossenen Ansatz zu dokumentieren. Und da kommen eben solche Leitfäden raus. Die Leitfäden haben die Eigenschaft, dass die alle Quartale sich aktualisieren. Also so ähnlich wie in agiler Entwicklung gibt es einen Releaseplan, dass sozusagen jeweils am zweiten, dritten Montag von jedem Quartal quasi eine neue Version rauskommt. Und deswegen haben diese Dinge hier dann so Titel wie eben Version 1.2 Release, weil das jetzt quasi ein Leitfaden ist, der letztes Jahr im September erstmalig rausgekommen ist und jetzt eben in einer neuen Version da ist. Genau, so viel vorneweg. Ich würde jetzt, wenn meine Folien weiterschalten, kurz euch erzählen, was ich vorhabe. Also ich würde kurz darüber sprechen, was seit der Version 1.1 passiert ist und dann insbesondere eben auf die Änderungen in der Version 1.2 eingehen. Es gab eine Umbenennung, Logo hat sich geändert. Insbesondere auch, das ist ein großer Schritt für uns, Community-Plattform hat sich geändert. Also wir haben bisher hauptsächlich eine Telegram-Gruppe verwendet, die sozusagen als User-Group fungiert hat, wo Feedback kam, wo Anregungen kamen. Und diejenigen von euch, die vielleicht so WhatsApp oder so Sachen kennen, können sich vorstellen, dass ein fortlaufender Thread in einer Telegram-Gruppe extrem unübersichtlich wird. Ja, das heißt, da haben wir jetzt auf eine Community-Plattform umgestellt. Da würde ich ein bisschen was dazu erzählen. Das ist sicher ein größerer Schritt. Dann ist bei der Generierung der Formate, da hatte ich im letzten Webcast was erzählt. Wenn das interessiert, alle Webcasts werden aufgenommen. Also die könnt ihr hinter euch auch anschauen. Wir haben quasi so eine automatisierte Produktionskette, wo aus Markdown-Quellen quasi PDFs, Druckversionen, HTML-Versionen und so weiter automatisch erzeugt werden. Und da ist jetzt eben neu auch das Amazon Mobi-Format, weil wir damit quasi auch alle Guides sofort nach Release auf Amazon KDP schicken können. Das heißt sozusagen ein paar Minuten, nachdem eine neue Guide-Version draußen ist, kann man sie dann auch auf Amazon kaufen, falls jemand noch tote Baumversionen haben will. Ja, ansonsten ist es ja ein offener Ansatz. Alle Files, alle Quellen und so weiter sind alle offen im Netz. Das heißt, ihr könnt euch dort Word-Versionen, Wiki-Versionen, was auch immer ihr wollt, quasi runterladen und für euch verändern. Produktionsprozess hat sich ein bisschen verändert, da sage ich was dazu. Das ist aber sehr technisch, da würde ich dann vorschlagen, falls jemand technische Fragen hat, kann man hinterher nochmal eine eigene Runde dazu machen. Und damit es auch eine saubere Version der Leitfäden in HTML gibt, ist quasi so ein Vorbereitungsschritt getroffen worden, um quasi eine recht schicke Webversion der Guides auch zu haben, weil wir in dem nächsten Schritt auch wollen, dass zu den einzelnen Übungen und so weiter, dass überall kleine Intro-Videos gibt, die dann erklärt, was in der Übung gemacht wird. Und das ist natürlich irgendwie schöner, das in der Webversion zu haben mit eingebetteten YouTube-Videos, als irgendwie aus dem gedruckten Papier irgendwie Links abtippen zu müssen oder so. Also da würde ich auch kurz was zu sagen. Und dann, also ich habe hier so einen Timer, ich hoffe, dass ich in 20, 25 Minuten da durch bin, dass wir einfach dann Ask Me Anything machen können, also alle Fragen, die euch irgendwie drücken, dass wir die dann eben behandeln können. Wie gesagt, die Leute im Stream würde ich bitten, euch zu muten, wenn ihr nichts sagt und dann, wenn ihr aber Frage habt, einfach Mikrofon aufmachen und reinsprechen. Genau, also was ist neu, was ist alles passiert? Version 1.1, wer die kennt, sieht so aus. Die Version 1.2 sieht jetzt so aus. Zu dem Logo sage ich gleich noch was. Da hat sich ein bisschen was geändert. Aber im Prinzip, das Design ist ja immer gleich. Moment, ich schaue mal, ob ich den hier oben, kann ich den hier ein bisschen wegnehmen? Kann ich nicht da am Rand? Nein, mache ich den da unten hin. So. Die in dem Logo selber, diese drei orangen Quadrate, die symbolisieren ja die drei Ebenen von LernOS, also die Organisation, die Teamebene und die individuelle Ebene. Und das war uns eben wichtig, das quasi auch quasi in den Guides direkt sichtbar zu machen, ne, und eben diese drei Ebenen direkt mit dem Logo ja hier auch hier zu haben, ne, damit es einfach visuell direkt auf den Covers sichtbar wird. Der Guide, der als erstes erschienen ist, im letzten Jahr, im Herbst, das ist eben der, der auf individueller Ebene spielt, der diese drei Ansätze, Scrum,
Objective Key Results, agile Zielmethodik von Google, Working Out Loud und Getting Things Done zusammenbringt. Also das ist so der Treiber eigentlich auf der individuellen Ebene. Sage ich später auch noch ein bisschen was dazu. Na, und die Umbenennung war jetzt eben notwendig, weil es wird weitere Guides geben. Es gibt dann eben LernOS für Organisationen und LernOS für Teams. Na, und damit macht es keinen Sinn, dass wir einen LernOS-Guide haben und dann einen LernOS-Guide für Organisationen, sondern da haben wir gesagt, hängen wir das For You hinten dran, damit einfach klar ist, welcher ist der für die individuelle Ebene, welche sind die dann die weiteren eben für andere Ebenen. Da gibt es auch auf der neuen Community-Plattform ein bisschen Hintergrundinfo dazu, wo wir uns das eben überlegt und diskutiert haben. Das ist ein bisschen unser Release-Schema im Moment. Also für die, die jetzt schon länger dabei sind, letztes Jahr in Q4 kam ja dieser LernOS Guide for You raus. Das, was du jetzt da in der Hand hast, so muss man ein bisschen die Logik verstehen. Also wir sagen halt, Betriebssystem für lebenslanges Lernen, lernende Organisationen. Wir brauchen so eine Art Grundmotor, Grundmethodik auf allen Ebenen. So ähnlich wie, wenn ihr in der Uni seid, habt ihr Semester, Trimester, die irgendwie takten, was ihr da macht. Und ihr habt vor allen Dingen auch einen Lehrplan, der euch vorgibt, was ihr da macht. So, und sobald ich aus der Uni rausgehe, fällt auf der einen Seite diese Taktung weg. Und es fällt auch weg jemand, der mir sagt, was soll ich denn jetzt lernen? No, und das ist sozusagen die Idee in LernOS über diese Objective Key Results, über dieses eigene Ziel setzen im Quartalstakt. Sozusagen, ich kriege wieder so einen selbstgesteuerten Lernprozess rein. No, und dann kann man das so praktizieren, dass man einfach sagt, man setzt sich beliebige Lernziele, lernt in einem Circle. Was wir halt feststellen, ist, dass Leute, insbesondere dann auch in Organisationen, sich eben vornehmen, was weiß ich, Barcamp selber zu machen oder selber Podcasting zu lernen. Ja, und dann macht es dann Sinn, ihnen eben auch Guides an die Hand zu geben, wie ich innerhalb von einem Learning Sprint oder zwei, also innerhalb von 3 oder 6 Monaten, zum Beispiel das Podcasten lerne. Ja, das ist jetzt genau so eine Geschichte hier. Draußen steht so ein Podcasting-Studio. Wir machen in Organisationen sehr viel so Podcast-Werkstätten zum Beispiel, wo man mal 1-2 Tage mit Leuten zusammen ist, über Podcasting spricht. Und dann ist aber die Frage, um was jetzt? Ja, und dann ist quasi die Idee, das kann ich über LernOS eintakten und sagen, mein Ziel für das nächste Quartal ist, meinen eigenen Podcast online zu haben und damit eben dieser Prokrastination vorzubeugen und über 11 Cutters, also 11 Übungen sozusagen übers Hören, dann selber zu einem Podcaster zu werden. Ja, und da gibt es eben hier auch einige Ideen, deswegen steht hier Punkt, 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 sozusagen die in Orange sind, die gibt es jetzt schon. Podcasting ist jetzt gerade letzte Woche in der ersten Version rausgekommen. Karl, der hier ist, der will einen machen zu Sketchnoting. Also es wird im Sommer auch so ein How to Write a LernOS Guide geben, ne, weil die Idee ist quasi auch den Prozess der Produktion neuer Guides quasi in die Community zu geben und jeder, der Lust hat, irgendwie da selber was zu machen, Screencasting, Weblogging, was auch immer, dass der eben in der Lage ist, das zu tun. Genau, so kleiner Ausblick auf den Guide für Organisationen. Da wird es halt hauptsächlich um das ganze Thema Ambidextrie, Dual Operating System gehen, also so lernende Organisationen als Organismus, der sich auf sehr schnell ändernde Umweltbedingungen einstellen kann. Was da eben wichtig ist, ist neben den ganzen formalen Organisationselementen, Hierarchie, Prozesse, Projekte, Trainings und so weiter, eben insbesondere die informelle Organisation in den Mittelpunkt zu holen, also so Netzwerke, Communities. Ja, da sind dann so Quellen dahinter wie Viracky von John Husband oder eben Dual Operating System, John Cotta, Organizational Ambidextrie. Und da eben so die Grundidee, das in Balance zu bringen. Wenn das interessiert, da kann man auf YouTube nach John Cotta und Accelerate gucken. Da gibt es ein Video, was eigentlich so da der geistige Urvater für diese Grundidee ist. Ja, und das ist halt dann, wenn ich jetzt auf der organisationalen Ebene bin und ich bin ein Team, was zum Beispiel für ein Social Intranet zuständig ist, ne, ist so die Frage, treibe ich jetzt einfach nur in Anführungszeichen Social Internet Einführung oder komme ich eben auch mit einer Idee, wie sich Organisation verändert und was bedeutet das für Führungsprinzipien und kriegen die Mitarbeiter hier Zeit, auch in Communities aktiv zu sein? Also das ist so auf der organisationalen Ebene ein bisschen anderer Scope, als es auf der rein individuellen Ebene ist. Das wird so zweites Halbjahr, wird es denen gehen. Genau, das neue Logo. Wir haben eigentlich nicht viel geändert. Die Hauptänderung ist, dass da hinten, wo man normalerweise vielleicht ein Copyright erwartet, jetzt ein Creative Commons Symbol ist. Die ganzen Quellen von LernOS sind unter CC-BY-Lizenz veröffentlicht. Wer das nicht kennt, das ist eine der offensten Creative Commons Lizenzen. Also das heißt, außer irgendwie die Quelle zu nennen, könnt ihr die Materialien nehmen und damit machen, was ihr wollt.
Ihr könnt einen eigenen Guide schreiben, ihr könnt ihn in euer Intranet kopieren, ihr könnt Word-Dokumente draus machen, euer eigenes Logo draufkleben. Also die Idee ist, dass das sich nach Möglichkeit möglichst breit streut. Vor allen Dingen auch, weil bei vielen dieser Themen wir nicht davon ausgehen, dass man so einen One-Size-Fits-All-Ansatz hat. Also dass man sagt, so Podcasting geht genau so. Sondern der eine verwendet ein anderes Mikrofon oder hat ein Tonstudio bei Siemens und so, dann wollen die das in ihren Guide reinschreiben. Und dann ist es immer blöd, wenn das ganze Material so gecopyrighted und abgeschlossen ist. Dann schreibe ich es nämlich im Wesentlichen neu. Und die Idee hier ist, wenn ich sage, 80-90% passen für mich, ändere ich halt nur noch die 10%, die mir nicht passen. Und das ist so, da gibt es so diese Open Definition im Internet. Wer mag, kann das mal nachgoogeln. Das ist so im Wesentlichen the right to remix, also Sachen zu nehmen und eben in andere Kontexte zu setzen. Genau, das ist ein wichtiger Schritt. Wir hatten vorher zwei Plattformen. Auf der einen Seite eine Telegram-Gruppe, auf der anderen Seite auf lernos.feeder.io so ein Feature-Request-Prozess, wo man quasi so Wünsche in Richtung Weiterentwicklung abgeben konnte. Das waren dann auch, waren schon wiederum zwei Orte. Witzigerweise, ich meine, die Leute sind es gewohnt, das meiste Feedback kommt halt trotzdem auf E-Mail-Kanal, die meisten Wünsche. Das ist dann so der dritte Ort. Und da sind wir jetzt quasi hier umgezogen. Unter community.cognion.de könnt ihr euch einen Account holen, der ist kostenfrei. Da ist eine Community-Plattform dahinter, die heißt Discourse. Da können wir jetzt halt schön die Diskussionen nach den einzelnen Themen, Podcasting, Expert-Debriefing und so auseinander trennen. Da kann ich mal gerade umschalten. Moment, muss mein Browser hier. Na, das sind dann auch, sieht man dann auch die Release-Notes, also kann man dann sauber irgendwie die ganzen Releases beschreiben. Die können einzeln diskutiert werden und so weiter. Und dann kann man das eben besser machen, als wenn man jetzt so für jedes Thema eine eigene Telegram-Gruppe macht. Das ist, das war irgendwie nicht so richtig cool und richtig handelbar. Genau, gibt es auch eine Slack-Integration, also wer so irgendwie Signaling, es gibt was Neues auf Slack haben will, das geht auch. Und wir werden jetzt auch noch eine Telegram-Integration machen, dass alle, wer jetzt unbedingt auf Telegram bleiben will, dass man quasi die Updates dann dort auch kriegt, aber was auf Telegram gepostet wird, wandert nicht auf Connect. Das ist sozusagen eine Richtung. Genau, die Mobile-Version, das war so ein bisschen knifflig, weil wir haben vorher, war das ein manueller Prozess über Calibre, das ist so ein Open-Source-E-Book-Tool, war im Wesentlichen ein händischer Schritt, da hat er auch einer eingereiht, Calibre kann man auch über Kommandozeile irgendwie steuern. Da war noch das Problem mit der Extraktion dieser Coverbilder, also wenn man so ein E-Book macht, das ist im Wesentlichen HTML. Und es gibt halt zwei große Formate, EPUB und Mobi. EPUB kann das Pandoc, mit dem wir generieren, sehr gut, blöderweise braucht halt Kindle Mobi. Und eigentlich alle, die wir so gesprochen haben, haben das halt irgendwie auf dem Kindle Reader oder viele auch auf der Kindle App. Ich nutze selber auch die Kindle-App, weil man da halt sehr schön annotieren kann, in dem Circle jetzt auch den Guide mit anderen teilen kann und sich die Notizen von den anderen und so. Und deswegen haben wir da jetzt eben automatisiert, da werden jetzt, wenn es technisch interessiert, mit Image Magic werden aus der generierten PDF-Version die Coverbilder rausgezogen und dann werden die quasi in EPUB und in Mobi geschoben und dann hat man quasi ein fertiges E-Book. Wer einen Kindle-Reader hat, jeder Kindle-Reader hat eine eigene E-Mail-Adresse. Und man zieht sich einfach das Mobile-File, schickt es an die E-Mail-Adresse und dann taucht der Guide quasi da drin auf. Wer es mal sehen will, ich habe es hier dabei, kann man nachher mal durchführen. Und da kann man halt schön Annotationen machen, sich Bookmarks setzen im Guide und all solche Sachen. Ja, das ist ein bisschen technisch. Wir haben ja auch so mit dem Hintergrund, die Leute einfach mal so ein bisschen in diese ganze agile Digitalwelt zu schicken, ne, so ein jemand, der in Learning Development arbeitet, der kommt normalerweise nie auf GitHub vorbei. Das war mit ein Grund, quasi die ganzen Quellen alle auf GitHub zu haben. Also wer da mal gucken will, einfach mal googeln nach GitHub und LernOS. Da findet er quasi das Repository. Das sieht dann so aus. Das ist quasi so eine Quellcode-Verwaltung. Wenn ich hier jetzt rein navigiere, hier gibt es den Guide, gibt es deutsche und englische Versionen und da drin habe ich dann eben Word-Version, EPUB-Version, HTML, Markdown-Version, Mobi und PDF. Und das war vorher so ein bisschen frickelig, weil quasi die einzelnen Versionen alle über einzelne Befehle erzeugt worden sind. Wer schon mal so programmiert hat, da gibt es so sogenannte Make-Files. Also wenn ihr das Repository auf euren Rechner klonen und selber solche Sachen produzieren wollt, ist es jetzt ein Doppelklick auf diesen Make-File und es werden alle Versionen rausgeneriert. Das ist so ein Ziel, wenn jetzt Leute anfangen, da selber was zu machen, andere Cover haben zu wollen, dass das möglichst einfach ist.
möglichst einfach. Also es ist nicht so wie Word-Dokument runterladen und reinschreiben. Aber wir wollen versuchen, das so usable und einfach wie möglich zu machen. Genau, dafür brauchen wir halt eine Stange von Software-Tools. Im Wesentlichen wird der ganze LernOS-Guide geschrieben in Markdown. Das ist so eine vereinfachte Variante von HTML, würde ich mal sagen. Also das Ziel von Markdown ist, soll ich das gerne mal zeigen, ich mache das mal hier in, nehme mal die Version, die ich hier habe, GitHub, LernOS, na, nehmen wir mal den Podcasting, der ist ein bisschen übersichtlicher, der Guide.de, na, hier drin liegt ein Markdown-File, wenn ich das jetzt öffne, mit einem ganz normalen Editor, na, dann sieht man, dass der hier so Auszeichnungen hat, also wo sind Überschriften, wo sind Aufzählungen, wo sind Bilder eingebettet, na, und was es dann eben gibt, mal jetzt mal einen Doppelklick, sind Tools wie zum Beispiel der Atom.io oder Typora, also ich schreibe eigentlich alles auf Typora, na, die mir halt so ein What you see is what you get Interface geben. Also das Ding macht, speichert im Hintergrund Markdown. Ich habe hier die ganzen Kapitelstrukturen, da kann man halt sehr bequem mitarbeiten, aber ich bleibe im Markdown. Warum? Weil ich quasi mit einem Tool, also das ist so das zentrale Tool, was eingesetzt wird, Pandoc, das ist ein Dokument-Converter, der kann quasi von ganz viel Dokumentformate in ganz viel andere, der kann halt aus Markdown Word machen, aus Markdown Wiki-Syntax machen, aus Markdown PDF machen. Für PDF braucht er im Hintergrund eine Tech-Version. Also wenn man mal so Studienmasterarbeit, irgendwas Technisches gemacht hat, da wird oft in LaTeX geschrieben. Ganz schrecklich. Also Leute, die von Word kommen, die hassen das. Braucht man aber für den LernOS-Guide nicht, weil das verwendet sozusagen Pandoc nur im Hintergrund, um eben das PDF zu generieren. ImageMagick, ein Werkzeug für Bildkonversion. Im Moment eigentlich nur verwendet, um aus den PDFs die Coverbilder raus zu extrahieren. Calibre für die E-Book-Generation. Es gibt von Amazon gibt's ein Tool, das heißt Kindle Generator. Da kann aus dem E-Book automatisch auch den Kindle machen. Also vielleicht fliegt das Calibre jetzt im nächsten Schritt auch noch raus. Sind alles Open-Source-Tools. Also auch da, wir wollen nicht nur Open Content, sondern eben auch möglichst vielen Leuten ermöglichen, damit zu arbeiten. Ja, das heißt, es ist nicht immer der heißeste Shit. Da gibt es bestimmt von Adobe und so weiter bessere Sachen. Aber die Kette läuft und funktioniert. Und wir haben jetzt viel Gespräche mit Volkshochschulen oder mit Schulen, die so Sachen einsetzen wollen. Und da ist halt sowas wie, ich kaufe eine Software für 1.000 Euro halt völlig out of scope. Das geht überhaupt nicht. Ja, und dann sagen wir halt lieber usability-mäßig, bin ich einen Schritt zurück, aber die können trotzdem irgendwas mitmachen. Mhm. Genau, also das ist das. Dann, das ist auch so eine Kleinigkeit im Generationsprozess bei den HTML-Versionen. Kommt jetzt vorne dran, wird automatisch so ein sogenanntes Table of Contents generiert. Also das Pandoc guckt sich das ganze Dokument durch und generiert hier ein Inhaltsverzeichnis. Im Moment, wenn ihr das HTML aufmacht, sieht es ziemlich hässlich aus, aber das ist nur eine Vorstufe, um dann später mal sowas Ähnliches zu machen wie hier. Also irgendwie mit einer schick gelayouteten Sidebar an der Seite quasi den Teil anzuzeigen. Und dann kann ich die Dinger hier durchklicken und dann springt entsprechend der Guide hier auf der rechten Seite an die Stellen, wo ich eben geklickt habe. Ja, dass ich eben nicht nur mir Dokumente runterladen kann, sondern mich auch in den Circle setzen kann, iPad offen, gehe an die Stelle, die Woche, die gerade dran ist, lese mir die Übungen durch, schaue mir das Video mit dem Intro an und muss da gar nicht mit irgendwie PDF-Dokumenten oder irgendwas finden. Also wie gesagt, Vorstufe. Komme ich auch nachher nochmal zu, falls irgendeiner Lust hat, da ein bisschen CSS zu coden und sich da reinzufummeln, herzlich gern. Genau, um jetzt auch mal so ein bisschen die Community zum Laufen zu bringen, haben wir uns überlegt, machen wir auch so eine Veranstaltung, 25. Juni. Sind hier Flyer, falls jemand Interesse hat. Es ist eben so, wir haben so einen Kreis von LernOS-Supportern ins Leben gerufen. Also es sind Organisationen, die das eben intern implementieren. Die können auch in so einen Beirat rein, so viermal im Jahr eine Telco, wo wir quasi darüber sprechen, was sind denn so die großen Linien, in die wir weitergehen wollen, was sind Änderungswünsche und so weiter. Und einer davon, die Lebensversicherung von 1871 in München, die haben gesagt, wir sponsoren quasi eine Location. Also wir sind da irgendwie eine U-Bahn-Haltestelle vom Münchner Hauptbahnhof. Das ist ein ziemlich cooles ehemaliges Sternehotel in München, wo wir quasi den ganzen unteren Bereich haben.
da ein Community-Event machen können. Da wird es auf der einen Seite früh so Intro geben zu OKR, Getting Things Done, Scrum, also zu den Einzelkomponenten. Und dann gibt es quasi einen Track mit vorbelegten Vorträgen zu dem Thema zum Vertiefen. Es gibt die Möglichkeit, ab jetzt auch schon Sessions einzureichen. Also wer will, kann quasi dort Themen einreichen. Da werden wir einen Strang vorbelegen mit Themen. Dann gibt es die Möglichkeit, ganz normal Barcamp-Sessions zu pitchen, so wie es hier eben auch ist. Und wir haben eine große Fläche als Community Assembly, also quasi da stehen einfach Tische, so ähnlich wie das vorne mit dem Podcast-Studio ist. Da wird der Harald Schirmer mit den Buka-Rockern sein, Leonid macht ein Podcasting-Assembly, also wo so ein bisschen zu den Einzelthemen einfach Community sich treffen kann, wie wir diskutieren kann, wie gehen wir mit den Leitfäden weiter. Und haben das halt auch bewusst, damit es jetzt nicht so in quasi das ganze Orange kommt, immer von uns aus der Firma, damit es davon so ein bisschen abgegrenzt ist, haben wir gesagt, wir machen da so ein Themendings auch draus, und das sind wir eben bei dem Lernois Rockstars Camp gelandet. Zum einen mal, weil Harald mit dieser Wuka Rockers Community eben das ganze Thema Rock aufbringt und auch die 11.18.71, die haben jetzt so Lebensversicherung Rock als Motto. Und dann haben wir gesagt, machen wir jedes Jahr irgendwie so ein eigenes Gimmick. Das ist auch Vorabend-Event im Hard Rock Café in München. Deswegen haben wir da so das Design quasi schon die GEMA-Gebühr für ACDC-Songs gekauft und so weiter. Genau, nächste Schritte, also was steht an? Zum einen mal jetzt eben das erste Supporter-Meeting ist jetzt direkt. Im Moment ist 11.18.71 Date von SAP. Einige anderen sind noch am Überlegen. Also falls aus euren Organisationen jemand Lust hat, auf der Lernos Camp Seite gibt es so einen Supporter-Flyer, kann man sich mal angucken. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen formalisieren, so die in Anführungszeichen Core-Developer, also sind ja keine Software-Entwickler, aber das sind halt Leute wie jetzt Karl Damke hier, der Martin Lindner, Carsten Ames von Siemens und so. Das ist so, gibt so ein Inner Circle, die quasi über Inhalte sprechen, Podcasting Guide, Leonid Lessner vom Firmenfunk, und das wollen wir jetzt eben auch über diese Connect-Community ein bisschen formalisieren, ja, damit da rund um die einzelnen Guides und Themen einfach so, man braucht in der Regel immer so 3-4 Leute, so Kümmerer in einem Kernteam, die einfach gucken, dass die Releases von Quartal zu Quartal einfach laufen und dass da was passiert. Wir dann halt regelmäßig auch neue Sachen haben. Genau, jetzt für diesen Lernos Guide for You. Nächste Release ist am 17. Juni. Nach dem nächsten Sprint. Zoom-Link gibt es schon hier. Was auf jeden Fall dieses Jahr noch kommen wird, ist dieser Lernos Guide für Organisationen. Hatte ich vorhin eine Roadmap. Spätestens 3. Quartal. Dann ein Barcamp-Guide. So ein bisschen mit Fokus auf interne Barcamps. Also wir haben Kunden, die machen mittlerweile intern 40 Barcamps im Jahr. Ja, und die müssen halt irgendwie gucken, wie sie Leuten, die noch nie Barcamps gemacht haben oder mal auf einen waren, möglichst schnell in die Lage versetzen, selber Barcamps zu machen. Ja, und das, da wird man eben den dafür brauchen. Podcasting ist es schon da. Community Management wird auch im zweiten Halbjahr noch kommen. Also wie mache ich so das ganze Thema Communities of Practice, Communities of Interest im Kontext von sozialen Netzwerken. Das wird also auch noch kommen. Genau, das ist auch ein bisschen technisch. Ich weiß nicht, wer sich da auskennt. Heute früh war ja witzigerweise eine Session irgendwie OER-Entwicklung auf GitLab. Also wer da mal so ein bisschen rein will, es gibt von Atlassian, das sind die Leute, die Confluence Wiki und Jira und so machen, gibt es quasi eine Entwicklungsmethodik, die heißt GitFlow. Und wer noch nie auf so einem Repository gearbeitet hat, dem sagt das jetzt wahrscheinlich alles nichts. Also im Wesentlichen ist das ist GitHub oder Git ist eine Versionsverwaltung, ne, so ähnlich wie man Software Quellcode verwaltet. Das, was wir im Markdown schreiben, ist ja nichts anderes als Software Quellcode. Ne, und da gibt es eben ja so Ansätze, dass man sagt, man hat dort so einen Master Branch und auf dem gibt es eben immer die neuen Versionen und man hat parallel nochmal so einen Developer Branch und da kann man sozusagen die ganze Zeit neue Sachen committen, wenn jemand am Kapitel schreibt. Schreibt er da rein und der Master Branch bleibt aber geschützt. Also im Master Branch gibt es sozusagen immer den aktuellen Stand. Ja, und da kann man dann im Hintergrund auch die ganze Validierung drauf machen, kann automatisch Tests laufen lassen. Wir haben die Übersetzung eingeklinkt mittlerweile. Also der Lernos for You Guide ist ja in Deutsch und Englisch da. Die Source-Sprache ist Englisch. Ist alles komplett maschinell übersetzt und da sind wir mittlerweile bei eine Nacharbeit von unter 2 Stunden bei über 50 Seiten. Und da wollen wir jetzt eben auch gucken im zweiten Halbjahr, dass wir da eben, also Französisch haben sich schon welche gemeldet, Chinesisch haben wir, Spanisch haben wir,
dass wir da so Teams haben von zwei Muttersprachlern immer, die einfach sagen, sobald es durch die Maschinenübersetzung durch ist, guck nochmal einen Muttersprachler drüber, ne, dass das, was da rausgeht, nicht so taiwanesische Monitor-Handbuchbedienung ist, also von der Qualität, sondern eben taugt. Genau, diese Webversion habe ich gesagt, falls da jemand Lust hat, sich in CSS so ein bisschen reinzufrickeln, was zu machen, gerne. Und was ich vorhin schon angedeutet habe, quasi diese automatische Export der Amazon-Versionen, ne, dass quasi aus dem Produktionsprozess die Sachen direkt auf Kindle Direct Publishing geschoben werden. Das heißt, da hat man dann nach ein paar Minuten, 5 bis 10 Minuten, einfach die Sachen im Amazon-Store. Ne, wir haben einige, die halt nachgefragt haben, wenn sie jetzt da so Sessions machen, geben sie halt gern ihren Leuten irgendwie 20 gedruckte Leitfäden in die Hand. Ne. Manche, die sehr groß sind, haben dann interne Druckereien, wo man sowas machen kann. Auch schon drüber nachgedacht, ob man so Druckvorstufen auch noch bereitstellt. Das ist aber im Moment noch nicht geplant. Und für andere ist halt vielleicht einfacher, einfach die über Amazon und dann Print on Demand quasi sich machen zu lassen. Genau, soviel zur neuen Version. Und jetzt denke ich, können wir mal schauen, was ihr noch an Fragen habt. Gerne auch in der Live-Session. Ich schaue mal, wie viele Leute wir da haben. Wo ist mein Zoom-Fenster abgeblieben? Meeting Controls da. Ach, da unten. Genau, so. Jetzt machen wir mal hier den weg. Wo meinst du einfach hochziehen? Das hier? Ja, na, das ist nur das Video. Also, das können wir auch groß machen, falls einer was fragen will. Genau, also, falls ihr remote aus dem Stream was fragen wollt, einfach unmuten und reinsprechen. Und wie gesagt, hier, wenn ihr laut sprecht, dann passt es auch. Stellt es hier so ein bisschen in die Mitte. Wenn wir keine Fragen haben, können wir früher aufhören. Mich würde auch interessieren, bei wie vielen Firmen wird das Lern-OS an sich schon eingesetzt oder pilotiert oder darüber nachgedacht? Gibt es da auch irgendwie eine Übersicht? Also publiziert noch nicht, weil die wollen alle noch nicht drüber reden. Wir haben letztes Jahr quasi. Als wir den ersten Leitfaden gemacht haben, haben wir gesagt, wir wollen 3 Circle haben, die testen, und 3 Organisationen, und die gibt es im Moment auch. Die sind auch nicht deckungsgleich mit denen, die jetzt da gelistet sind bei den Supportern, also 2 davon sind andere. Also so eine Handvoll, würde ich sagen. Ist auch was, wo wir bei uns im Moment noch nicht so den Fokus drauf haben, das sichtbar zu machen oder nachzuforschen, weil bei uns war jetzt erstmal quasi am Anfang dieses ganze Setup, wie geht es, möglichst schnell Sachen raus, dass Leute Sachen machen können. Ich denke, jetzt über die Community-Plattform wird da einiges sichtbar werden. Und dann werden wir auch schauen, so gegen Ende des Jahres haben wir mal so einen Termin gesetzt, dass man auch mal so Cases beschreibt, ne? Erfahrungen. Wir haben jetzt die ersten 3 interne Barcamps gemacht nach der Vorabversion von dem Barcamp-Leitfaden. Die werden dann automatisch auch Cases für den Leitfaden und kommen da rein. Ich denke so Ende des Jahres oder so. Magst du noch was über mich erzählen oder Werbung machen für den Event, den ihr da plant? Ja, ich hatte es ja vorhin schon kurz gesagt. Also das wird so ein Eintages-Event werden, 25. 9 bis 17 Uhr am Vorabend quasi im Hardrock-Café, einfach essen, beisammen sein. Und wir haben es halt so gemacht, dass die, kommen wir mal kurz auf die Webseite, dann muss ich das mal kurz erklären. Cognium.de/Losscam. Das quasi, da kommen zum Beispiel auch welche, die so das ganze Thema LernOS und Office 365, also die ganzen Circles mit OneNote zusammen, irgendwie OKR-Abbildungen über Microsoft Planner und so Geschichten, also da gibt es heiße Dinge, die wir da reinbringen wollen. Also wir haben früh quasi so ein Line-Up von Impulsvorträgen, um einfach die Einzelthemen nochmal aufzuspannen, also so Scrum im Kontext von Lernen, ne? Jetzt nicht Edo-Scrum, aber einfach diese Sprint-Denke, das gleiche für OKR, das gleiche für Working Out Loud. Dann eben selbstorganisierte Sessions, die können jetzt auch schon eingereicht werden. Also wenn ihr hier auf den Link da klickt, dann landet ihr hier auf so einem Microsoft Forms-Formular und da kann man im Prinzip so Sessions schon einreichen. Da gibt es ja auch ein Datum, wo dann ein Team draufschaut und sagt, welche Sessions passen so gut ins Gesamtprogramm, dass wir die vorab belegen, also ein bisschen anders als Barcamp-Format. Und dann gibt es eben den Rest der Sessions, also wir haben 6 Räume, glaube ich, parallel,
die vor Ort einfach Barcamp-mäßig gepitcht werden können. Also wenn jemand ein ganz anderes Thema bringt, geht das auch. Und dann gibt es eben diese Community Assemblies, die im großen Plenum einfach so Tischbereiche sind, wo man den ganzen Tag zusammensitzen kann. Ne? Da wird, wir haben jetzt so ein Team, was so ein Glossar mal machen will. Also gibt es so eine Arbeitsgruppe No Bullshit Lernos, also wo man mal das ganze digitale Transformation, Disruption, VUCA-Welt irgendwie einordnet in Normalsprache. Und das sind halt einfach Leute, die mal 3-4 Stunden auch am Stück irgendwo sitzen müssen und an Sachen arbeiten. Ne? Und nicht wie beim Barcamp sozusagen kontinuierlich wechseln. Ja, und das ist eben jetzt, Tickets gibt es schon, es gibt nur 100 Plätze, also es ist relativ knapp, also es ist einfach von der Location vorgegeben. Bis zum 1. Mai kann man Sessions einreichen, wenn man will. 15. Mai kommt das finale Programm, 25. Juni ist es dann. Da unten gibt es die Tickets, 99 €. Genau. Und ist das erste Mal, werden wir viel lernen, wie das geht. Aber wir haben jetzt schon die erste Organisation, die gesagt hat, das würde man eigentlich nächstes Jahr auch gerne hosten. Also ich kann mir vorstellen, dass das so mindestens im Jahrestakt das halt so eine Art User Group, Anwendertreffen irgendwie gibt. Ne? Was aber jetzt weniger wie so eine Konferenz ist, nicht so wie Microsoft Ignite oder sowas, sondern eher Community Event, weil wir das wirklich die Weiterentwicklung Community getrieben machen wollen. Ja. Also meine Frage, da kann ich wahrscheinlich nicht viel sagen, weil die Erfahrung wird nicht. Also wir machen im Consulting-Bereich immer die Erfahrung, dass wenn man den Konzepte irgendwie einspeist, dass die Umsetzung an vielen Stellen damit scheitert. Das heißt, meine Frage wäre, habt ihr da schon mal Erfahrungen gemacht? Wird das Konzept insgesamt umgesetzt? Perspektive? Welche Teile daraus werden bevorzugt irgendwie diskutiert, weil das Lernen, das organisationale Lernen, ist ja ein sehr diffiziler Bereich und in jedem Fall wenn Kosten gespart werden dann auch. Ja. Das ist also immer so, also auch im digitalen Transformationsprozess wird zu allerletzt dran gedacht, wie man mitnehmen könnte, respektive was mit ihm machen. Also am ehesten jetzt bei den Sachen wie dem Barcamp Guide oder Expert Debriefing oder so, ist es ja so, dass es anlassbezogen gemacht wird, also wenn halt ein Barcamp gemacht wird. Und dann merkt man schon, wir haben zum Beispiel angefangen, interne Barcamps zu machen bei Audi 2016. Zweimal im Jahr an den zwei Hauptstandorten in Deutschland, immer rotierend. Und haben aber die ganzen Materialien, wie man das organisiert und so, ist alles offen im Wiki. Und darüber kommen jetzt halt so ähnlich, wie es in der Barcamp-Szene auch ist, die ganzen Themen-Barcamps auf. Also gab es dann ein Händler-Barcamp, Barcamp zu autonomen Fahren, Barcamp zu Lernkultur, also auch zu Metathemen, Barcamp zu Wettbewerbsbeobachtung. Und da brauchst du dann halt Material, wo du sagst, hier ist die Checkliste, hier ist die Beschreibung, hier ist das Anmoderationsskript. Und das wird schon sehr gut angenommen, weil das war halt bisher so, dass halt du im Wesentlichen dann immer so 2-3 Leute hattest, die wussten, wie es geht. Und die können aber halt nicht 15 Barcamps im Jahr machen. Also das ist so dieses Eck zu Anlass getrieben. Aus dem Bereich dieses Learnwise for You, da wird sich jetzt auch, da gibt es ja innen dieser Lernpfad, der da drin ist, ist ja so ein in der ersten Version so eine abgespeckte WOL-Version gewesen. Ne? Ich habe mal so eine selber 12 WOL-Circle gemacht und habe halt so festgestellt, welche Übungen liegen mir gut. Irgendwie, wenn man die Übungen in der einen Stunde WOL-Circle macht, kommst du durch alle gar nicht durch. Deswegen habe ich mal so eine Umfrage gemacht, haben 140 Leute mitgemacht, die halt mindestens einen Circle hatten. Dann haben wir mal so gefragt, was sind denn so die Übungen, die ihn am meisten bringen und so, wie kann ich das so eindampfen, dass ich quasi die Logik von WOL beibehalte, ohne 31 Übungen zu haben. Und das war so der erste Schritt. Und dann quasi für die Zielfindung diese OKR-Thematik. Also Objective Key Results, das ist so ein spezieller Weg, wie ich halt Ziele finde. Das wird jetzt in der nächsten Version auch als ein weiterer Lernpfad reinkommen, weil viele sagen dann, nachdem sie das erste Mal durchgelaufen sind, oh, okay, da würde ich aber gern detaillierter lernen. Das heißt, da sind dann viele, die eine zweite Runde machen, speziell um OKR zu lernen. Ja, genau. Du hast halt 11 Cutters dann, mit denen du Schritt für Schritt quasi lernst, was macht ein gutes OKR aus, wie bildest du das ab, wie dokumentierst du das, wie trackst du das, und das Gleiche auch für Getting Things Done. Ja, weil Getting Things Done, das ist ja so in dem Dreiklang die, würde ich sagen, die abgehangenste Methodik, die gibt es ja seit 2001 schon.
Und da merkt man auch, gerade wenn jetzt jemand bei mir im Circle sitzt und sagt, oh, eine Stunde die Woche, wie soll ich mir die denn abknapsen? Dann sage ich, mach du erstmal einen Durchlauf durch Getting Things Done, dann hast du auch 2 Stunden. Ja? Weil das halt einfach so brachialer Produktivitätstreiber ist. Ja, und das wollen wir dann in der nächsten Version, also wahrscheinlich die 1.30 ja noch nicht, aber irgendwann später, so machen, dass du halt bei den Lernpfaden 3 so eine Weiche hast, wo du 3 Sachen machen kannst. Entweder du gehst eher diesen Wall-artigen Weg, oder du gehst den OKR-artigen Weg, oder du gehst eben den Getting Things Done-artigen Weg, und alle 3 haben halt ein anderes Cutter-Set von 11 Übungen, die du dann machen kannst. Ja, und das merken wir jetzt schon, also aus dem Pilot-Circle letztes Jahr sind 2 aus dem einen rausgekommen, die dann hinterher in Getting Things Done-Coaching rein sind, zum Beispiel, weil sie einfach über die Quellenangaben schon darauf gestolpert sind, das kennengelernt haben und jetzt sagen, ich will jetzt eigentlich auch was haben, um so mit diesem ganzen Informationswahnsinn, der auf mich einprasselt, umzugehen und meine Aufgaben und Projekte mehr zu strukturieren. Aber für so richtig Langzeiterfahrung ist es zu früh noch. Und das ist jetzt an individualisiert? Ja, 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 genau. Hast du diese Umfrage gepostet? Ist das Nee, die Umfrage, die hatte ich letztes Jahr gemacht, irgendwann im, weiß gar nicht mehr wann das war, April oder Mai, und hatte die halt über die Facebook-Woll-Gruppe und über so einen Woll-Verteiler, den ich habe und so, also halt an Leute, die vom Woll-Camp, WOL-Camp, die ist aber schon abgeschlossen. Also da gibt es in dem Webcast 4 oder 3 gibt es so einen Teilauszug davon, und ich habe immer noch meine Someday-Maybe-Liste, die mal komplett auszuwerten, das ist aber noch nicht passiert. Weil insbesondere da steckt ganz viel Erkenntnis noch drin, im Sinne von, sind die Circles eher face-to-face oder remote. Da kommt raus, dass ganz viel zumindest gemischt ist und auch ganz viel Erfahrung über welche Tools machen Sinn, wie kann ich die einsetzen. Und da ist in dem jetzigen Learners4U-Guide ist da noch eine recht lange Liste von Tools, die einfach Circle virtuell unterstützen. Und mit den Umfrageergebnissen kann man das sehr schön auf die Top 5 eindampfen. Also das wird so ein Juli, August, Sommerbiergartenprojekt, diese Studie damals sich ein paar Tage vorzunehmen. Oder Studie in Anführungszeichen, die Umfrage. Und dann wird es auch einen Webcast dazu geben, wo ich das vorstelle. Wenn es Sie interessiert, ich kann dir die Quelldateien, also einfach die Excels mit der Auswertung, kann ich dir schicken, wenn du da mal reingucken willst. Ja, genau. Genau. Chat sagt keine Fragen. Bis dann haben wir noch, 5 Minuten haben wir noch. Gut, dann danke euch. Viel Spaß in der nächsten Session.